Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute eine schöne Runde am Samstag nach Feierabend. Und dann schauen wir mal, was machen wir heute? Okay, Bären getötet, das könnte hier in der Gegend sogar klappen. Gewürztes Großwildfleisch gekocht, okay. Hähne, zwei Stück. Das ist nicht so einfach, roten Salbei, nein. Da muss ich in die Gegend, die ich nicht so mag. Das kommt mir doch bekannt vor, hier gesucht, nochmal abgeliefert. Vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen und Kopfgeld innerhalb von einer Stunde Echtzeit abgeschlossen. Speziallager-Eintopf, Kadaver, da ist es wieder, ne? 20 Stück in 10 Minuten und mittelgroße Tierkadaver abgeben. Landkarte benutzen, Vogeleier finden, Wildblumen, genau das, was ich nicht gerne mache. Schwarzbrenner Mission und hier Distanz mit dem Wagen zurückgelegt und 18 Pullen abliefern. Und Zähigkeitstonika bei Hitze oder Kälte benutzt. Ja, dann pfeifen wir erstmal das Pferd ran. Checken wir ihm hier erstmal die Post, sprich das, was wir abholen müssen. Ja, den lassen wir erstmal noch ein bisschen arbeiten. Oh, 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 oh. Ich habe den Hund nicht gestreichelt. Das geht ja gar nicht. So. Ja, vielleicht hat hier mal einer Bock mitzuzocken, sprich, der auch auf der PlayStation spielt. Dann können wir uns ja mal kurz schließen. Und vielleicht mal zusammen hier zocken. Jetzt checken wir aber erstmal, ob wir hier oben Bären finden. Und einen Hahn. Zumindest sind die Hühner. Da haben wir erstmal ein Taschentierchen. Damit hier kein Hühnchen rausläuft, ne? Da ist der Hahn schon. Die Hühner nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, sind das mittlere Tierkadaver? Das werden wir jetzt einfach ausprobieren. So, den ersten Hahn gehäutet. Für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Wenn ich mich nicht mehr ganz so wach anhöre, dann liegt das daran. Boah, das ist ja Tag heute schon anstrengend, klingt ja immer so hart, aber hat mich schon ein bisschen Energie gekostet heute. Bisschen querfeld ein. Das können wir alles nicht gebrauchen, ja. Noch so ein Kojote oder so, das wäre es gewesen. Was haben wir da denn? Das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So, und jetzt schauen wir mal. Supplies are good. I'm a happy man. Habe ich überhaupt genug Tiere? 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Ja, schau mal locker. Das schaffen wir ja locker. This is good quality. Beautiful. Oh, das waren dann 17, ne? Also 17 müssen wir noch. Good stuff.
Very nice. Du schon mal raushauen. Jetzt hab ich wieder nicht aufgepasst hier. That's top notch. Excellent. Thank you. Guess beggars can't be choosers. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie viel haben wir. Ah, mittelgroße nur eins. Also die Hühner zählen schon mal nicht. Da, 17 Stück, 3. Tierchen noch abgeben hier. We're well stocked for the time being. Das kriegen wir ja hin. This'll have to do. I'll take whatever I can get. Und dann haben wir die erste Herausforderung für heute fertig. Und dann können wir demnächst auch wieder Taschentierchen sammeln, ne? So. Da hinten haben wir einen Kandidaten. Was war denn die Aufgabe als Kopfgeldjäger? Aus wie nur Hände, aber gut, das schaffen wir ja nicht. Vom Pferd aus mit dem Lasso. Hab ich ja nicht so Bock drauf, ne? So. Kann ja nicht schaden. Dann reisen wir erstmal in die kalte Ecke. Weil auf die Kopfgeldjagd habe ich jetzt keine Lust. Ziehen wir eben kurz ein bisschen was Knapperes an. Also was Dünneres. So, normal. Was ist denn hier neu? So, war irgendwas mit. Betäubte Tiere geweckt, sehe ich gerade zum Beispiel. Genau. Also hier nichts mit legendären Tieren oder so. Da friert er schon. Dann ist es einfach. Erste Hälfte geschafft. Da hinten ist ein Fragezeichen. Weiß ich nicht, was das war. Ich kann es mir nicht merken, der Marmorfuchs oder so. Da liegt schon mal eine Karte. Die nehmen wir mit. Checken, ob hier noch was ist. Nö. Nö. Auch nicht. Ja, dann. Fahren wir doch erstmal schwarzgebrannten Weg, oder? Dann nehmen wir vielleicht eine Kopfgeldjagd. Nachher mal. Oh. In den passenden Bundesstaat an hier, oder? Das ergibt ja dann auch mehr Sinn. So, der Junior spielt sich auch mal wieder warm. Ich hoffe, er hat dann. In den Ferien Bock, da ist ein Taschentier. Oh. Rangaufstieg. Dann in den Ferien hoffentlich auch mal wieder Bock, mit dem alten Herrn eine Runde zu zocken. Das werden wir dann sehen. You ready for another job? Nee, auf solche Missionen habe ich jetzt keinen Bock. Geld verdienen ist angesagt. Ich zeige euch das nochmal eben kurz hier. Also so eine Bar, ne? Hätte ich ja auch ganz gern. Das ist ja einfach schön, oder? Nur ohne die Leute. Ja, nur die, die ich einlade. Bist jetzt keine fremden Leute im Haus. Das gibt's doch nicht. Also ich warte jetzt. Ich verkaufe ihm das Zeug wieder billig hier. Ärgerlich. Voilà. You have some work ahead of you. I hope you are feeling rested, huh? The bar is ready and the batch will be loaded up in a moment. Naja, genau. Remember,
We have spent time and money to get this far. Please take it seriously, eh? Ja, ist ja kaum was über, ne? Wish us to fail. Er ist ordentlich Kohle für die Maische bezahlt und jetzt verschenken wir das Zeug hier. Nun gut, was soll's. Mal ein paar Meter fahren. Und dann auch nur so weit. Nun gut, dann ist das so, ne? Und das ist, habt ihr gesehen, die halten sich auch wieder nicht an das Rechtsfahrgebot hier. Müssen sie sich nicht wundern, wenn man sie platt fährt, oder? So, heute mal kein Kinokameramodus hier. Ich versuch das mal so. Kann sich nur um Stunden handeln. Also wie gesagt, wer Bock hat, mit mir vielleicht gemeinsam eine Runde mitzuziehen hier. Und dann am besten natürlich nichts dagegen hat, wenn ich es mitschneide und dann auch veröffentliche. Ja gut, jetzt werden wir wenigstens nicht kontrolliert für die 3,50 Euro hier. Dafür schmeißt man auch 90 Dollar zum Fenster raus, ne? Oh nein. Da seht ihr, es ist schwarzgebrannt verloren. Jetzt gibt es noch weniger Kohle. Zu schnell durchgefahren. Und nochmal vermutlich, wie ich mich kenne. Hätte ich doch besser den Kinomodus genommen, was? Welches Rumgetingel, ne? Das nervt mich dann manchmal. Da habe ich nicht so Böcke drauf. Ja, nun gut, was soll's. Es ist, wie es ist. Muss ich hier nicht auch noch so drüber heizen. Hier drunter, unter dieser Brücke, liegt heute was zum Ausbuddeln. Man hat's gerade gehört. Das machen wir gleich auch noch. Und jetzt gucken wir, was hier überhaupt noch ankommt. 19 Flaschen. Und dafür gibt's jetzt nicht mehr viel Kohle. Das kann ich euch so sagen. Keine 100 Dollar. Na gut. Oh, das. Ha, ha, das war nicht schlecht, ne? So. Dann schauen wir mal eben. Aha. Ach, stimmt, wir haben letztes Mal ja noch eine Karte aufgemacht. Ja, das ist ja toll. Hier hin. Ja, aber das geht, glaube ich. Ja, das geht hier von der Bahnlinie aus. Das ist okay. Das ist okay. Das passt schon. So, eine Pfeilspitze. War irgendwie gewürztes Großwildfleisch, muss ich machen, ne? Ja. Gewürztes Großwildfleisch müssen wir machen. Und Sammler. Vogeleier, das ist ja Mist heute. Das ist ärgerlich. Nun gut, dann ist das so.
das fährt heute nicht rauf. Das gibt's doch nicht. Oh. Mitlust hier. Da. Das andere rennt da auch noch rum. Ja, das kriegen wir auch noch. Oder auch nicht. Da ist es. Dann packen wir das mal ans Pferd. Das andere auch noch. Und dann machen wir das Großwildfleisch, das Gewürzte. Dann schmeißen wir noch eine Ladung Schwarzgebrannten an. Da kommen Wölfe. Oder auch nicht. Wir machen uns vom Acker. Ja, Gott sei Dank ist doch noch ein anderer Spieler drauf. Machen wir uns vom Acker und dann, wie gesagt, schmeißen wir eben eine neue Ladung an. Dann zurück zum Lager, da eben die Landkarte abgrasen. Very good. This will be a strong one. Ja komm, machen wir mal sowas hier. This will be a little out of the ordinary, yes? War gerade Wildblumen und Vogeleier, ne? Da habe ich so richtig gar keinen Bock drauf. Gut, geht nicht mehr nach Bock. Wenn ihr so leichte Nebengeräusche habt, manchmal, dann liegt das daran, dass hier auf dem Land die Maisernte in vollem Gange ist. Hier überall Maschinen rattern. Und die hier wirklich alles geben. Supplies are good. I'm a happy man. Good stuff. Kann man nachher hier vielleicht auch schon eine Ladung wegfahren. Und Geld verdienen. Dann checken wir mal eben da hinten. Oh, hier ist heute was zum Ausbuddeln. Hier ist es. Sehr gut. Ja, schon wieder Wahnsinn. Wir sind schon wieder fast 20 Minuten ins Land gegangen. Deswegen jetzt erstmal die Knarre in die Hand. Weil ich die Hoffnung habe, dass hier Ratten drin sind. Da sind sie. Boah, wie viele sind denn hier? Da rennt noch eine. Irre. Ja, da können wir uns ja die Taschen mal so richtig füllen hier. Ja, das hat gelohnt, oder? Taschentierchen satt. Kann mich nicht daran erinnern, dass hier mal so viele Ratten drin waren. Ist ja egal. Das lohnt.
Ist auf jeden Fall einfacher als Eichhörnchen zu sammeln, ne? Ist jetzt ein bisschen mühselig hier. Oder zeitintensiv. Wahnsinn. Ja, aber Spitzensache. Ihr merkt, ich freue mich gerade ein bisschen. Ah, vorhin so viel Viecher abgegeben. Und schon. Haben wir die Taschen wieder aufgefüllt. Oh, ist hier heute auch noch was? Oh, das ist ja noch besser. Ja, jetzt lohnt's. Da sitzt ja noch mehr rum, ha? Was sitzt da? Oh Gott, die habe ich nicht gesehen hier. Ich habe gedacht, dafür wäre es zu dunkel. Mal die Taschentierchen hier einsammeln. Ich komme hier gar nicht mehr weg, ne? Ich denke, ich mache hier auch heute mehrere Teile von. Ist ja schließlich Samstag. Ihr habt ja bestimmt Zeit, oder? Oh. Da hinten ist der legendäre Bär. Ja, den könnte man sich natürlich auch noch holen, ne? Das versuchen wir mal. Heute mal mutig. So, da ist ja auch die Stelzenhütte. Also. Folgende Idee. Ihr werdet sehen. Hier untersuchen. Und dann kommt er meist, glaube ich, von links jetzt. Also aus Richtung Süden. Da haben wir schon. Da ist er. Jetzt müssen wir... Tja. Zusehen, dass wir zur Stelzenhütte kommen. Total super, wenn mein Pferd auch mal auftauchen würde hier. Da kommt der schon. Ja, der frisst mich übrigens nochmal. Hier ist nämlich kein Stein, wo ich drauf flüchten kann. Das hier wird nicht reichen. Ja, das reicht nicht. Reicht nicht. Ja, das habe ich nie anders verdient. Muss ich hier mal eben kurz orientieren. Wo bin ich überhaupt? Ach du! Der ist viel zu weit weg. Der Stein da, der wäre in Ordnung. Da hat mein Pferd nicht so Bock, das kann ich euch so sagen. So.
Jetzt werden wir es trotzdem eben versuchen. Ah, da ist es, der legendäre Bär ist entkommen. Alles klar. Hat sich erledigt. Ja gut, war auch taktisch unklug. Ne? Dann checken wir. Also, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Hier eben die Hütte rauf. Kann man den von da oben erledigen. Aber nun gut. Oh. Dann nehmen wir... Oh, da sind ja jede Menge Eichhörnchen hier. Jede Menge Taschenhörnchen. Oh. Und die 25 Minuten auch schon wieder überschritten. Also... Aber ein Satz voll. Dann düsen wir doch einfach zurück zum Lager. Geben wir eben noch das Opossum ab. Und den da. War der jetzt mittelgroß? Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. So, haben wir jetzt... Ist ja noch so ein kleines Tierchen gut zu betäuben. Weil das ja erheblich schneller geht. Müssen in der nächsten Folge auch noch was zu tun haben. Hör ich da? Hör ich da? Können wir nämlich auch noch einen von mitnehmen. So. Wenn wir das Opossum nicht verloren haben. Nö, da hängt's. Dann können wir noch ein bisschen was abgeben hier. Ja, anstatt einen Bären zu töten, sind wir vom Bären getötet worden. Da gibt's aber kein Gold für. Dear friend. Ah! Dear friend. Here we are again. Dann grüße ich den mal artig. Ja? I'll die without you helping me. Or worse. I've been dead before. Ja, wir geben ihm Reptilienfleisch. Da sind wir doch nicht so, oder? And you ain't like the rest of them. Nah, we're alike. For strangers. Mm-hmm. Off to kick the roses. Ha! He's just foul. What do you see? Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es beim nächsten Mal mit dem Kollegen weitergeht. 1, 2, 3. Und dann machen wir erstmal Schluss. Dann lade ich die Folge hoch. Oh ja, der Hund, der Hund, der Hund. Eben kurz was trinken. Die Stimme klemmt ein bisschen. So. Das war der erste Teil am Samstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.